Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch eine Vorspeise und zwar zeige ich euch heute einen überbackenen Brie mit Bacon und Feigenkonfitüre. Für eine Person brauchen wir 250 Gramm Brie-Käse, 200 Gramm rohen Schinken oder Bacon, eine halbe Knoblauchzehe, etwas Rosmarin, Feigenkonfitüre und so drei Walnüsse. Diese Vorspeise geht sehr schnell und ist auch einfach. Wir brauchen jetzt den Brie-Käse, den schneiden wir oben einfach ein, so mit 1 cm breiten Streifen, einmal waagerecht und einmal senkrecht. Und jetzt brauchen wir den Knoblauch, und zwar den Knoblauch habe ich geschält und in dünne Scheiben geschnitten. Und ein paar davon, also ja, so eine halbe Zehe kann man sagen, stecke ich dann so in die Ritzen hinein. Das gibt für den Brie noch ein bisschen extra Geschmack. Wer das nicht mag, kann es auch weglassen. Also es ist kein Muss, es ist einfach nur für mich so ein kleiner Geschmacksverstärker. Das gleiche mache ich dann auch mit den Rosmarin. Da habe ich ein paar Nadeln abgezupft und auch in die Ritzen gesteckt. Ja, so sah das Ganze dann aus. Jetzt brauche ich mal einen Schinken. Wie ihr hier sehen könnt, wird der, also einen legt ihr waagerecht und 5 senkrecht direkt hintereinander oder nebeneinander. Dann kippt ihr erst, also klappt ihr erst 2 um, dann nehmt ihr die nächste Scheibe, legt sie drunter, legt die 2 Scheiben wieder drüber und dann hebt ihr die nächsten 3 nach oben und so geht es dann immer weiter, bis wir so ein Schachbrettmuster haben. Das dient dazu, dass der Brie, wenn der dann später im Ofen schmilzt, nicht komplett herausläuft. Also das ist wie so ein kleiner Beutel, wo man den Brie dann hineinwickelt. Jetzt hole ich meinen Brie wieder, den lege ich da drauf und packe ihn ein wie ein kleines Päckchen. Achtet bitte darauf, dass der Käse richtig gut verschlossen ist, damit er wirklich keine Chance hat, herauszulaufen. So sah mein Päckchen dann aus. Dann darf er bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für maximal 15 Minuten backen. Und so sah er dann nach dem Backen aus. Also ein kleines bisschen ist mir was herausgelaufen, aber das war okay. Obendrauf kommt dann noch so ein guter Teelöffel oder wer mehr mag, kann auch mehr drauf geben. Feigenkonfitüre und dann noch so ein paar Walnüsse, weil diese Kombination zwischen Feige, Käse und Walnüsse ist wirklich sehr, sehr lecker. Und dann ist es auch schon fertig. Und das muss natürlich dann auch gleich serviert werden, denn wenn der Käse wieder kalt wird, dann zerläuft er nicht, also dann zieht er nicht. Wer Käse liebt, wird diese Vorspeise vergöttern, das verspreche ich euch. Übrigens könnt ihr auch Camembert nehmen, wenn ihr wollt. Ja, das war jetzt meine Vorspeise für Ostern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und frohe Ostern und bis demnächst. Tschüss!